Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Heute spielen wir eine Winnie-Pooh-Story. Allerdings ist Winnie-Pooh gefährlich dieses Mal. Und deswegen gehen wir am besten rein. Ich weiß nicht, was hier gehen wird, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Winnie-Pooh uns alle töten will. Es gibt sogar bald einen Winnie-Pooh-Horror-Film, das weiß ich auf jeden Fall. Übrigens, wenn du mehr Videos sehen willst, lass es mal nach oben da. Das ist der kurze Weg, um dir zu zeigen, dass du mehr sehen willst. Und das dauert nur eine Sekunde. Und Pooh-Story. Okay, auf geht's, Leute. Das fängt aber sehr friedlich an mit dieser Musik. Okay, wir sind hier. Oh mein Gott. Okay, das ist cool. Wer ist unter mir wohnt da? Hey, Leute. Könnt ihr glauben, dass wir endlich im Urlaub sind? Das ist ein Urlaub? Wir bleiben in diesem 5-Sterne-Hotel. Lass uns einchecken, damit wir im Pool spielen können. Wieso vertraue ich dem Typ nicht? Folge mir. Von wer ist das? Das ist unser Vater oder? Ich meine, wenn ja, hat er ziemlich viele Kinder. Oh, wie soll da lang? Aber ich meine, der ist schon geil, dieser Urlaub. Eine fette Villa. Ich meine, für 8 Leute ist sowieso zu wenig. Kann ich mir vorstellen, das ist ein bekannter Urlaubsort, wo viele Leute Urlaub haben. Rezeptionsareal, okay, da können wir uns einchecken. Hallo, ich checke unter den Namen Tom. Und wie soll Winnie Pooh? Was hat Winnie Pooh hiermit zu tun? Lass uns hier sehen. Okay, lass mal auf den PC gucken. Einchecken, okay. Oh oh. Was ist los? Wir können nur 11 Leute in einen Raum lassen. Reicht doch, oder? Wir sind doch 11. Wir sind weniger als 11. Oh nein. Jemand muss nach Hause gehen. Oh mein Gott. Lass uns abstimmen, wer nach Hause geht. Oh, Leute, bitte nicht mich. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Wer hat den hässlichen Namen? Der hat einen hässlichen Namen. Bitte alle wählen ihn aus und nicht mich. Oh, wir fliegen jetzt raus. Das wäre irgendwie traurig. Ach, wahrscheinlich spielen wir dann Winnie Pooh, oder? Oh, nee. Lulu Zelda Link. Wir können jetzt nicht mitnehmen. Viel Glück. Ach, du Scheiße. Wieso ist das überhaupt so? Wieso schmeißt man jemanden raus? Voll weird. Hier ist die Wischkarte für deine Suit. Genieß den Aufenthalt. Okay, Leute, lass uns in unseren Raum gehen. Armer Kerl. Oh, dieser Raum sieht ziemlich unordentlich aus. Das stimmt. Allerdings. Oder ist es Winnie Pooh? Da ist ein Teddybär auf dem Bett. Was sucht er da? Oh mein Gott, was ist jetzt los? Also, komm schon, Spiel, wir haben noch Tag, okay? Winnie Pooh, bist du's? Du hast alles hier kaputt gemacht, oder? Okay, lass mal. Oh, er ist verschwunden. Hä? Oder hat ihn jemand entfernt? Lass uns ein paar Handtücher finden, damit wir schwimmen gehen können. Gute Idee auf jeden Fall. Alter, was für eine Dusche, aber voll geil. Voll crazy groß. Oh, da ist ein Handtuch, aber ist irgendwie giftig, oder? Sieht irgendwie giftig aus. Und hier ist überall alles dreckig. Bro, was hat Winnie Pooh hier gemacht? Ah, hier sind noch mehr Handtücher, okay? Okay, wir haben es geschafft. Jetzt lass uns gehen und ich rufe den Zimmerservice an, um dieses Durcheinander zu beseitigen. Ja, ich meine, wie können die überhaupt einen so reinlassen, obwohl die nicht davon ausgehen würden, dass ein Teddybär alles gemacht hat, wahrscheinlich. Oh, wir sollen die Rutsche nehmen. Und so, okay, let's go. Alter, okay. Okay, das feiere ich. In Klamotten schwimmen natürlich, wer tut das nicht? Ich gehe auch mal baden mit Klamotten. Wo sind denn alle Leute? Und ganz genau deswegen hast du keinen hässlichen Namen, sonst wirst du rausgeworfen. Jetzt weißt du es. Hier gibt es noch einen Shop, hier kann man Sachen holen, aber mache ich in der Regel eigentlich nie, außer ich sterbe. Wo sind die anderen? Warte mal, hier ist nur einer, sehe ich. Oder nee, da ist ein zweiter. Und die anderen sind irgendwie da oben oder in der Rutsche stecken geblieben. Diese Rutsche erinnert mich immer an Elektroschocks. Ich bekomme immer irgendwelche ab. Wer ist bereit für ein kleines Turnier? Lass mal sehen, wer es den Berg hochschaffen kann. Loser muss nach Hause gehen, wollte mich mit den Arm nehmen. Ach du Kacke. Was für ein Berg denn? Wenn ich wüsste, was für ein Berg nehmen. Ach, dieser Berg. Okay. Wieso fange ich von hinten an? Das ist ja voll unfair. Okay, let's go. Beeil dich. Beeil dich, beeil dich. Okay. Wir sind so schnell. Wir sind so schnell. Leute, ich habe euch gesagt, ich bin einfach skillvoller als der durchschnittliche. Oh nein. Komm ich hier hoch? Ja. Ich bin einfach skillvoller als der durchschnittliche Roblox-Spiel. Nein. Okay, ich bin so weit vorne. Let's go. Wir haben es geschafft. Und dazu, Kondolation. Du hast gewonnen. Alter, hier ist Lava. Warte mal. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. What? Was ist für ein Urlaub, bitte? Hier ist überall Lava. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Okay, jetzt bin ich alleine hier. Wollt ihr mich jetzt auf den Arm nehmen? Alle meine Freunde sind durch Lava gestorben. Was zum. Oh. Winnie Pooh schaut TV. Ich habe absolut kein gutes Gefühl bei der Sache. Kann man dir helfen, Winnie Pooh? Ich meine, er ist doch nur ein Teddybär. Oh Gott, mach es aus, okay. Warte, er sitzt einfach nur rum. Oh, das ist echt gruselig. Schauen wir den nun los. Warte, ich schlage ihn lieber mal bewusstlos, bevor er noch weiter Sachen macht. Da. Okay, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Mach es aus, Tom. Es wird mich werden. Was? Es funktioniert nicht. Das meinte wahrscheinlich. TV ausschalten. Hier habe ich doch die Fernbedienung. Okay, er ist ausgeschaltet. Sehr gut. Kann ich ein bisschen Luft holen? Das hätte ich auch im echten Leben gefragt, bin ich ganz ehrlich. Ja, natürlich. Wir bekommen komische Gefühle hier. Bro, das ist wirklich ein Luxuszimmer, aber irgendwie sterben wir hier alle. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich fühle mich so ein bisschen ängstlich. Ich auch. Alles ist heute so verrückt. Ja, wie bei dem Teddy. Oh mein Gott, da ist der Teddy wieder. Er ist ja bei Maschine und verschwunden. Er hat ihn geworfen. Oh mein Gott, er verbrennt? Was? Oh oh. Oh, Leute, rennt. Ach du Kacke, nice. Wohin soll ich laufen? Ich weiß nicht, wo ich laufen soll. Ich verstecke mich hier einfach, okay? Das wird bestimmt funktionieren. Batman teleportiert sich die ganze Zeit. Ich bin der Einzige, der noch hier ist. Wollte mich mit den Arm nehmen. Okay, das ist echt gruselig. Ich weiß nicht, wo lang. Oh mein Gott, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Von wo kommt er? Ich soll laufen. Ich leg mich hin. Geh zurück in dein Zimmer, jedermann. Wir waren draußen eigentlich. Ach so, wir sollten draußen laufen, aber ich war auch so in meinem Zimmer. Was tun wir? Oh mein Gott, der Teddy. Oh Gott, was ist jetzt los? Ich höre Geräusche. Oh nein, es geht ins Badezimmer. Geh jetzt in den Badezimmerschrank. Okay, ich beide mit. Okay, hier rein oder wie? Ja. Okay, ich hoffe, hier sind wir sicher. Willst du nicht mit reinkommen? Okay, er spielt den Mutigen, meinetwegen. Okay, lass mal sehen. Was tut er da? Komm schnell rein, komm schnell rein. Was tut er da? Er versteckt sich in der Dusche. Er versteckt sich wirklich in der Dusche. Das wird nicht. Oh mein Gott, ey, wofür die Puste, ne? Alter, ist das gruselig. Oh mein Gott, er kommt jetzt hier rein. Er riecht uns wahrscheinlich. Okay. Was hast du vor mit deinen Zähnen? Oh nein, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Nein, bitte, bitte. Das war's für dich, ich sag's dir schon mal. Oh mein Gott, er. Er hat ihn getötet. Oh mein Gott, was tun wir? Ich bin gefangen hier. Oh mein Gott, was soll ich tun, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ist der tot, der Typ? Stell dir mal vor, das war alles nur ein Prank. Das wäre funny. Ich glaube nicht, es ist nur ein Prank, weil diese Zähne kann man nicht prank. Durch das Flugzeug. Ich glaube das nicht, dass es ein Flugzeug ist, aber ich weiß schon, was du meinst. Durch den Schacht. Wie kommst du auf Flugzeug?
Oh mein Gott, was ist das hier? Honig? Oh mein Gott, Winnie Pooh hat hier gelebt. Ich denke, wir sind in Poohs Raum gerade. Okay, hier kann man sich verstecken. Was ist dieses X auf dem Boden? Gute Frage. Oh, was ist das hier? Oh mein Gott, das ist der Teddybär. Oh nein. Ich fühle mich müde. Dieser Raum ist ganz crazy. Und was ist bei diesem X? Könnte ein Tunnel sein. Ach, wir schlafen jetzt ein. Oh mein Gott. Oh, wo bin ich jetzt? Wo sind wir? Ich meine, ich bin allein, das ist das Ding. Die anderen haben es nicht geschafft bei dem Lava. Ah, warte. Wer bist du? Ja, wer ist das? Der Typ ist anscheinend schon länger hier. Und wir können ihn umschubsen. Was zum Teufel? Wie funny. Ich bin Poohs ursprünglicher Besitzer. Ich schieb ihn. Komm her, Buddy, wir retten dich. Irgendwas hat Besitz von ihm ergriffen. Und jetzt ist er verflucht. Der einzige Weg, um das hier zu beenden, ist, den bösen Teddy zu zerstören. Ich glaube auch, dass der einzige Weg ist. Ich schub's ihn weiter. Damit wir unseren geliebten Poohbären retten können. Finde den Schlüssel, sodass wir hier rauskommen können. Ich bin alleine, also wie soll ich das finden? Schlüssel finden, okay. Was weiß ich, wo hier einer ist? Oh, okay. Jetzt haben wir einen gefunden. Die Tür ging einfach so auf. Hier ist noch mehr Honig, war ja klar. Das muss seine Honigkammer sein. Das ist sie zu 100%. Ich meine, Winnie Poohs Honig sieht immer sehr lecker aus und niemand hat die Tür zugemacht. Er hat uns gefunden. Oh no. Okay, was tut er da? Hole dir einen Weg von meinem Geld. Ich glaube, er meint, geh weg von meinem Honig. Oh, Leute, wir haben die Arschkarte. Oh. Okay, wir müssen es probieren. Oh mein Gott. Pass auf. Lass mich, geh einfach an der Honigleiter vorbei und okay, geht das jetzt? Okay, let's go. Was machen wir? Hier lang anscheinend. Hier rein. Hier springen. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, ich überlebe gerade. Wenn ich hier sterbe, haben wir die Arschkarte, dann war es das. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir müssen es geschafft haben. Aber der arme Kerl, er hat sein Leben vermisst. Das geht crazy. Ah, das ist Honiglava. Krass, nice. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Oh, das ist der Bosskampf, Leute. Ja, das sieht aber ziemlich cool aus, oder? Okay. Dann ist du so ein Glück mit den ganzen Zähnen. Du wirst mich nicht besiegen. Na, das werden wir sehen. Bossgesundheit. Wie besiegen wir ihn am besten? Oh mein Gott, läuft er auf mich zu? Okay, macht wieder diesen Move. Oh mein Gott, das macht viel Schaden. Okay, jetzt kommt auf jeden Fall Honiglava. Wir müssen auf jeden Fall hier oben drauf bleiben. Okay, jetzt können wir attackieren, glaube ich. Okay, wir attackieren ihn jetzt. Wir sind leider nur alleine. Okay, das ist nicht viel Schaden. Das könnte lange dauern. Das ist nicht viel Schaden. Obwohl, wir machen. Jetzt geht's eigentlich. Oh mein Gott, ist wieder. Okay, lauf. Nein, ich habe Schaden genommen. Ich bin tot. Oh, oh. Ich glaube, wir müssen normalerweise unsere Gesundheit verbessern. Ja, für 25 Robux, let's go, eilig. Okay, wieder voller Gesundheit. Sehr gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Weil ich ja wie gemacht habe aus einem Grund. Wie war es denn der Musik los, Alter? Crazy. Oh mein Gott. Okay, wir müssen halt laufen. Puh, wir sind noch gut dabei. Wir können alleine besiegen. Das geht auf jeden Fall. Jetzt attackieren die ganze Zeit. Ich springe und schlage. Ich habe das Gefühl, das hilft. Okay, wir sind bei der Hälfte. Oh mein Gott. Nein, ich bin schon wieder stehen geblieben. Nein. Lauf. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Wir müssen schon wieder Robux zahlen, Leute, falls es wieder passiert. Okay, wir haben wieder volles Leben. Tut den. Okay, wir können uns wieder bewegen. Sehr gut. Es ist wichtig, vorne zu bleiben, damit wir immer am meisten Schaden machen können. Noch zweimal, glaube ich. Komm schon. Wir können noch einmal weglaufen, dann haben wir es. Komm schon, wir haben ihn gleich. Ja, und wir haben es. Oh Gott, yes. Und er ist wieder Teddybär. Jetzt lass uns da um den Teddy kümmern, damit wir Pooh retten können. Was sollen wir tun? Euch kann selbst entscheiden, weil ich meine, ich bin alleine. Geben Sie Teddy die Polizei oder erhalten Sie die Ritter von Teddy? Ich nenne das untere. Ich weiß zwar nicht, was Sie mit Ritter meinen. Also, ich verstehe die Übersetzung nicht, aber ist okay. Diese für Pooh-Bär. Oh mein Gott, wir haben sie in Lava geschmissen. Ja, viel besseres Ende. Das war's mit dem Teddy. Oh, der böse Geist. Okay, ja. Aber warte, das ist Honiglava. Sollte das nicht überleben? Ich meine, das ist Winnie Pooh. Wenn jemand Honiglava überlebt, dann auf jeden Fall Winnie Pooh. Okay, sieht so aus, als wäre das das Ende der Story. Oh ja, das ist Ende der Story. Ziemlich coole Story, hat mir gefallen. War relativ kurz, auch nicht die krasse Story, aber war ganz cool. Also für mehr Roblox-Stories, lasst doch oben da, abonnieren kostenlos, aktiviert die Glocke, falls ihr abonniert habt. Und check mal Instagram in der Beschreibung an, falls du es nicht getan hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.